Hallo Freunde, ich grüße euch. Die deutsche Schachamateurmeisterschaft, das Finale, findet vom 1. bis zum 3. August in Bad Wildungen statt. Und da hat mich der Andi, das ist dieser junge Mann hier, angesprochen. Er hat nämlich die Partien, die ich vom Raphael kommentiert hatte in Deizisau, die hat er gesehen und die fand er gut. Und er hat ja gefragt: Einmal Jürgen, ich spiele in Bad Wildungen mit. Kannst du mir meine Partien vielleicht auch analysieren und kommentieren? Und sage ich, jo, mache ich. Und damit fangen wir heute an. Und das wird jetzt 5 Runden sind das. Das heißt, ich werde in den nächsten 3 Tagen viel zu tun haben und ihr werdet die Videos entsprechend, die Partien entsprechend sehr, sehr zeitnah mitbekommen. Genau. Und alles rund um das Turnier, alles rund um Andi und so weiter, gucken wir uns jetzt an. In dem Sinne, los geht's. Zunächst einmal vielen Dank, Andi, dass du mir dieses Bild geschickt hast. Wir wollen ja auch wissen, wen wir hier anfeuern dürfen und wollen. Ne? Deswegen super. Ihr seht, der Andi hat eine DWZ von 1265, spielt in der G-Gruppe und ist so ein bisschen taktisch angehaucht. Das habe ich wohl im Vorgespräch schon gemerkt und gehört. Deswegen, ich bin mal gespannt auf die Partien. Wir werden also jetzt ja, vielleicht nicht unbedingt die strategischsten Meisterpartien sehen, aber. Ist ja auch schön, dass man mal was anderes sieht, ja, andere Herangehensweisen und so weiter. Und genau, und der Andi ist schon vor Ort und hat mir noch ein paar Eindrücke geschildert und ein paar Bilder geschickt. Und die möchte ich euch mal eben zeigen. Nämlich, dass hier die deutsche Schachamateurmeisterschaft ist, die DSAM. Und das findet im Maritim Hotel statt. Und wir sehen. Ist natürlich entsprechend gut ausgeleuchtet. Jeder hat Platz und Raum und ja, gute Bedingungen. Ich denke, da sollte es nicht dran scheitern. Und um diese Pokale geht's. Gruppen A bis G und jede Gruppe 2 bis 3 Pokale oder so. Ja, ihr seht, da kommt eine Menge zusammen. Ja, und am Donnerstag geht's morgens um 10 Uhr los. Aber wir wissen ja, ein Schachturnier, ich kenne keins, das irgendwie pünktlich losgegangen wäre. Aber irgendwann um Viertel nach 10 oder so, roundabout, ging es dann tatsächlich los. Und dann können wir uns direkt in die erste Runde stürzen und das machen wir jetzt. Ja, die erste Runde hatte Andi Schwarz und spielt direkt gegen Garg, Mehul Garg, mit 14,66, also direkt 200 Punkte stärker. Das ist natürlich schon ein hartes Brett für die erste Runde. Ja. Nichtsdestotrotz drücken wir Andi die Daumen, dir viel Spaß, Andi, viel Erfolg, ja, was auch immer passieren mag. Hab Spaß bei deinen Partien. So, der Gegner spielt D2, D4. Das ist okay. D7, D5. Damengambit, C4. Aha, E5. Das ist das Albins-Gegengambit. Eine durchaus nicht zu unterschätzende Öffnung. Ja? Für aktive Spieler, und ich habe es ja schon angedeutet, Andi ist wohl ein aktiver Spieler, ist das hier eine sehr, sehr interessante Öffnung. Wenn jetzt zum Beispiel, ja, also standardmäßig, versucht man solche mit Raumvorteil die gegnerische Figurenentwicklung zu behindern und da dahinter dann die Figuren immer entsprechend schnell zu entwickeln und eine Initiative zu entwickeln. Und so Züge wie Läufer raus, Dame und lange Rochade liegen da im Bereich des Möglichen. Und das ist ja genau die Spielweise vom Andi. Sehr, sehr spannend fand ich, dass der Gegner jetzt hier aber auf D5 geschlagen hat, dieses Gambit gar nicht angenommen hat. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Aber kein Problem, dann schlagen wir hier einfach zurück, greifen den Bauern an. Und Weiß schlägt auch noch auf E5. Oh. Also wir sehen, wir sind natürlich komplett aus der Öffnung raus, aus der Theorie raus. Ja, das hat zumindest nicht mehr groß viel mit Vorteil zu tun, den Weiß hier sucht. Jetzt müssen wir uns aber gucken, was spielen wir mit Schwarz? Wir haben ja die Option, die Dame hier zu tauschen und dann den König in der Mitte zu lassen oder diesen Bauern zu schlagen. Und Andi als Angriffsspieler, ich glaube, für den kam das überhaupt gar nicht in die Tüte, irgendwie die Dame zu tauschen. Ja? Der hat natürlich hier auf E5 dann geschlagen. Aber wir können ja mal schauen, ob dieser Damentausch. Ob der denn jetzt wirklich so schlecht ist? Ich meine, ja, die Dame braucht man in Anführungsstrichen zum Angreifen, keine Frage. Nichtsdestotrotz haben wir auch eine schnelle Figurenentwicklung. Ja? Und wir kriegen hier die Puppen raus, haben jetzt hier die lange Rochade vielleicht, dann haben wir hier ein Tempo und der Läufer verhindert die Flucht nach C2. Und
dann sind wir schon mal im Spiel. Wir haben schon einen Entwicklungsvorsprung. Ja? Objektiv mag das natürlich alles im Bereich des Ausgeglichenen sein. Und wir haben auch diesen Bauern noch weniger auf E5. Aber so ein bisschen Initiative ist schon da. Sagen wir mal so. Und jetzt muss der hier vielleicht zurückgehen. Dann könnten wir hier schon mit Springer B4 arbeiten. Also man hat auch Möglichkeiten. Ja? Und wahrscheinlich muss er jetzt hier den Läufer vielleicht hervorziehen. Ja, aber dann können wir zum Beispiel auch den Springer entwickeln und diesen Bauern relativ problemlos vielleicht auch zurückbekommen. Sind die andere Stellungsbilder. Andi mag kein Damentauscher, ja? Und von daher, okay. Aber so hätte ungefähr kommen können, zum Beispiel, wenn hier auf E5, zack, die Dame getauscht worden wäre. Okay. Andi schlägt auf E5 und gibt damit natürlich aber auch seinem Gegner irgendwie schon die Gelegenheit, mit Tempo Figuren zu entwickeln. Aber bevor wir loslegen oder weitere, ja, wir sehen, hier ist überhaupt kein Bauer mehr im Zentrum. Ja, wenn überhaupt, kann der Weiße einen Bauern ins Zentrum stellen. Schon eine sehr, sehr offene Stellung und unsere Läufer kommen ja auch potenziell schnell raus. Also Ausgleich locker. Ne? Weil es macht Springer C3, okay, Springer F6. Jetzt wird die Dame angegriffen und Andi hat nach A5 gezogen. Das erinnert mich so ein bisschen an die skandinavische Verteidigung. Der Gegner spielt auch direkt Läufer D2 und möchte hier mal so einen Abzug machen. Was grundsätzlich, ja, ob der Läufer auf D2 jetzt wirklich gut steht, aber immerhin, der ist entwickelt, ja, die Türme können sich vielleicht verbinden und vielleicht ist mal irgendwann ein Abzug drin. Ja, und deswegen ist vielleicht auch Dame A5, man kann alles spielen, ne? Deswegen wollen wir nicht zu viel rein interpretieren. Denn der Springer hat ja jetzt hier auch so richtig konkret keine Abzüge. Denn er kann ja hier nicht nach B5 oder D5, ja, weil die Dame den einfach schlägt. Von daher müssen wir uns noch nicht zu viele Sorgen machen. Läufer D7, der sieht in der Tat aber ungewöhnlich aus. Normalerweise würde man ja sagen, bei den Springern, da weiß man, auf welche Felder die wollen, nämlich irgendwie ins Zentrum. Und bei den Läufern weiß man jetzt nicht, will ich den nach D7, nach E6, nach F5, nach G4 stellen. Und deswegen entwickelt man im Regelfall erst die Springer, damit man noch ein bisschen flexibel ist mit dem Läufer. Ja? Läufer D7 ist jetzt hier überhaupt kein Fehler in dem Sinne, ist halt nur sehr unflexibel. Das ist alles. Aber wahrscheinlich wollten wir hier dieses Feld B5 ein bisschen im Auge haben. Ne? Aber okay, alles kein Problem. E2, E3. Ja, jetzt kommt der Läufer mit hier drauf. Jetzt droht vielleicht mal ein Abzug. Und jetzt kommt ein spannender Zug. Und da dachte ich, oh, da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Und zwar spielt der Andi Läufer D6. Natürlich, ja, also grundsätzlich, wenn der Gegner hier kurz rochiert, dann steht der Läufer dafür, solche Sachen steht er gut. Problem ist, weil es kann jetzt hier diesen Abzug spielen, Angriff auf die Dame und diesen Läufer raustauschen. Das heißt, so kam es auch. Und es hat weiß das Läuferpaar oder respektive auch einfach nur diesen schwarzfeldrigen Läufer, der natürlich hier auf C3 auftauchen wird. Und dann hier auf dieser Diagonale herrschen wird. Also da ist irgendwie was schiefgelaufen, ja. Und deswegen ist vielleicht, wenn wir hier nochmal ganz kurz zurückgehen, dass der Zug Dame, oder allgemein, ja, die Dame auf E5 schlagen, dem Gegner hier Tempi zu geben. Boah, grenzwertig, ja. Aber okay, man muss halt irgendwie einen Preis muss man ja immer bezahlen. Ne? Und man hätte ja hier auch irgendwo anders hingehen können, H5 oder so. Aber auf jeden Fall diesen Läufer jetzt hier abtauschen, das hätte ich nicht so gern. Das war nicht. Da bin ich sehr unglücklich drüber, grundsätzlich erstmal. Okay, es kam dieser Tausch. Okay, ist jetzt natürlich noch nichts passiert, nichts Entscheidendes. Ja? Aber ihr seht, Weiß hat die Puppen relativ problemlos rausgebracht, den Läufer raus. Er kann hier gleich den Läufer wohin auch immer entwickeln, rochieren. Ja? Und wir haben keinen Entwicklungsvorsprung mehr. Ja, und ja, Andi steht natürlich wieder vor der Problematik, Dame tauschen, ja oder nein? Und ich glaube, hier stellt sich die Frage jetzt wirklich nicht, weil der Turm natürlich zurückschlagen kann. Und wir wollen natürlich sowieso per se die Dame auf dem Brett lassen. Ja? Also Dame E7. Und ja, Turm C1, jetzt geht schon los, so ein bisschen Druck hier drauf. Okay.
Noch kein Problem, denn wir können ja den Springer entwickeln, dann ist die Ziellinie blockiert, alles wunderbar. Läufer D3, Figur entwickelt. Ja, und jetzt kommt so eine typische Entscheidung, ich glaube, die ist ziemlich Andy-like und die werden wir wahrscheinlich häufiger sehen. So ein vorsichtigerer Spieler würde hier wahrscheinlich eher die kurze Rochade anstreben. Ja, hier ist der König verhältnismäßig sicher. Wir können die Türme hier ins Zentrum stellen. Gerade hier auch auf der D-Linie vielleicht mal der Läufer D3, dass der ungedeckt ist, wie auch immer. Da hat man sicherlich einige Optionen. Auf jeden Fall ist der König hier relativ safe. Andy in seinem jugendlichen Leichtsinn macht natürlich lange Rochade, weil es ja auch aktiv aussieht. Und ja, es ist nicht so, dass man diesen Zug mit der langen Rochade jetzt sofort ausnutzen und widerlegen kann. Im Gegenteil, ja. Der Turm steht hier, weiß muss kurzfristig auf jeden Fall reagieren. Das ist richtig. Aber langfristig oder sagen wir sogar mittelfristig könnte dieser König hier viel, viel unsicherer stehen als eben hier auf G8. Ja? Und wir drohen ja jetzt auch, ja gut, wir drohen vielleicht Läufer F5, ja, aber Weiß ist ja am Zug. Also so richtig konkret, Weiß spielt nämlich Dame C2 und jetzt drohen wir einfach nicht so richtig. Und unser König könnte hier, wenn die Bauern mal angelaufen kommen, Weiß steht unser König nicht so glücklich. Deswegen bin ich mit der Langrochade natürlich eine Grundsatzentscheidung, aber bin ich auch eher riskant, riskant und dann morgens um 10 bei der ersten Runde direkt so ein Risiko eingehen. Okay, aber wir gucken mal. Aha, Turm HG8. Geht aus dieser Diagonale raus, das ist gut, damit man vielleicht mal mit dem Bauern hier vorstürmen kann, ja, damit der Springer nicht immer gefesselt ist. Das ist eine gute Sache, alles klar, damit bin ich einverstanden. Und zeigt dem Gegner ja auch an, ja, komm mal hier, wenn du jetzt rochierst, dann mache ich auch ein bisschen Action. Ne? Von daher, und irgendwo ein Spiel muss man ja kreieren. Von daher, guter Zug. Ja, und Weiß macht genau das Gleiche. Stürmt hier sofort mit den Bauern los. Und hei, eine Idee, da könnte natürlich davon sein, wir schauen mal hier auf die C-Linie, dass natürlich die C-Linie geöffnet werden soll, um matt auf C7 zu drohen. Aber wenn wir jetzt genau hingucken, kann Andi den schlagen. Den hat er auch geschlagen. Denn wenn Weiß jetzt hier den Springer schlägt, was er auch gemacht hat, schlägt die Dame und jetzt geht hier eben kein Schachmatt, weil es mit Schach ist. Das ist Gott sei Dank, ja. Und das hat der Gegner vielleicht übersehen, weiß man nicht. Aber jetzt hat der Gegner einen Bauern geopfert. Okay, Damentausch kommt jetzt für den Gegner auch nicht mehr in Frage, klar. Also bleibt nur König E2, um die Türme irgendwie verbinden. Ja? Und jetzt haben wir so eine typische Folge sozusagen. Jetzt müssen wir erstmal das Matt auf C7 abwehren. Wir haben aber auch als Folge, ja, ob das jetzt ein Einsteller oder ein Gambit war, lassen wir mal dahingestellt. Die Wirkung dieses offenen Königs, ja, jetzt wo hier zwei Linien offen sind, ist ja noch mal erhöht und verschärft das Risiko sozusagen. Ja. Von daher, Okay, Dame A5, wehrt das Matt ab, das ist gut. Und die nächste Figur kommt. Und wir sehen 1, 2, 3, 4, wobei der Turm vielleicht rüber kann. Also im Grunde alle weißen Figuren könnten in die Nähe des schwarzen Königs kommen. Und boah, natürlich hart. Ne? Hier ist nichts Konkretes drin, dass irgendwas droht, was nicht abzuwehren ist. Ne? Aber, und das ist natürlich diese psychologische Komponente auch. Und die ist natürlich gerade bei naja, nicht ganz so spielstarken Leuten, ja, so alles unter 2-2, also mich eingeschlossen. Dass diese praktische Komponente, dass man Gespenster sieht und Züge für den Gegner sieht, denkt, oh, der war stark und so, ja. Das ist alles ein unnötiges psychologisches Risiko auch schon während der Partie. Es ist sehr, sehr schwierig. Und das ist natürlich alles eine Form von Kompensation natürlich auch für den Weißen hier. Springer D5. Okay, holt eine Figur hier ran Richtung Königshügel, deckt den C7, möchte vielleicht sogar nach B4 gehen und den hier tauschen. Springer D5, guter Zug, Figuren zentralisieren, wunderbar. Weiß spielt Läufer F5. Den fand ich
Sehr, sehr überraschend. Man könnte sagen, komm, wir nehmen den Bauern einfach mit. Immerhin ist ja hier mit Tempo auf den Turm. Ja? Das heißt, ich habe jetzt mit Schwarz keine Gelegenheit für G7, G6 Geschichten diesen Läufer hier einzusperren, weil der Turm hängt. Aber ich könnte den Turm jetzt nach E8 stellen. Und na, sehen wir hier schon, Gegenüberstellung mit dem König. Und dann droht vielleicht jetzt erstens G6 den Läufer einzusperren. Und wenn der zurückgeht, als Beispiel, ja, dann könnten wir hier so Züge wie Springer F4 drohen. Und auf einmal ist hier ein Schach, der G2 hängt, der D3 ist angegriffen. Und ja, wer weiß, ob zum Beispiel so, dieser Läufer nicht auch auf diese Diagonale bald mal kommen kann und hier irgendwie Stress machen kann. Ja? Wenn man jetzt sowas spielt und dann C5 droht und dann droht der hier. Also man hat hier schon Ideen. Deswegen ist Läufer H7, finde ich, auch ein bisschen zu hart und zu grenzwertig für Weiß. Ne? Nichtsdestotrotz ist dieser Läufer natürlich hier eigentlich. Was ich, der guckt hier auch in die Richtung. Ne? Deswegen fand ich es ein bisschen merkwürdig, dass Weiß hier diesen Läufer einfach tauscht. Aber seine, und das ist jetzt auch wieder so eine psychologische Sache, natürlich hatte er vielleicht Angst vor Springer B4. Ne? Und dass dieser Läufer einfach getauscht wird. Also gegen den Springer. Und dann dachte er sich, vielleicht möchte ich lieber den Läufer gegen den Läufer tauschen, um den Springer auf dem Brett zu halten. Kann man also so sehen. Deswegen Läufer F5. Okay. König B8 finde ich im Allgemeinen ein sehr guter Zug, weil es gibt so einen Spruch, lange Rochade ist erst vollendet, wenn man den König noch einmal zur Seite gezogen hat. Bei Weiß, ja, mit der langen Rochade gilt das für König B1 auch so. Warum ist das so? Nach der langen Rochade ist dieser A7 hier eben ungedeckt, also jetzt zumindest nicht vom König gedeckt. Und erst nach König B8 sind wieder alle Bauern, wie bei der kurzen Rochade auch, eben schön gedeckt. Und dann hat man zumindest ein bisschen mehr Schutz. Und deswegen sagt man, lange Rochade ist erst mit König B8 vollendet. Natürlich. Nur so eine allgemeine Regel, ne? Klar. Weiß tauscht, wir schlagen zurück und rein objektiv, wir haben immer noch einen Bauern mehr. Ist doch wunderbar bis jetzt gelaufen. Jetzt haben wir den Turm hier auf der siebten Reihe. Okay. Wir drohen jetzt hier verdoppeln. Ja, und dann können wir den hier vielleicht mal vertreiben und dann geht hier auf der D-Linie vielleicht was. Aha. Also, ich denke. Wir sollten zufrieden sein mit Schwarz. Ja, ich denke, wir stehen hier zumindest auf keinen Fall schlechter, eher besser. Ja, wie viel besser, lassen wir mal dahingestellt, weil ja, ein Bauer ist jetzt noch eine, wie heißt das so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber Bauer ist Bauer. Falls es uns gelingt, die Dame, die Türme, alles zu tauschen, hätten wir ein Endspiel mit Bauern mehr. Das wäre eine gute Sache. Turm HD1, Weiß entwickelt auch den letzten Turm. Und Dame A6, sehr guter Zug. Denn jetzt, wo der Turm hier rausgegangen ist, droht vielleicht dieser weiße König, sich auch mal so ein bisschen zu verpieseln hier wieder und in Sicherheit zu gehen. Und dieser Zug, Dame A6, verhindert das eben, dass der König hier nach F1 rausgeht. Guter Zug. Er muss also im Zentrum bleiben. Und das finde ich, grundsätzlich bietet das immer viele, viele Möglichkeiten. Turm E8, auch guter Zug. Der Turm stand auf G8, dann ja, der Plan mit G5, G4 hat nicht so richtig funktioniert. Dann lieber die Figuren hier ins Zentrum stellen. Jetzt wird der ein oder andere von euch vielleicht Bedenken haben. Was ist denn hier? Oh, da hängt doch ein Bauer und so. Ne? Erstens glaube ich noch nicht mal zwingend, dass der so richtig wirklich hängt. Vielleicht kann man, also der Bauer hängt natürlich, ja, aber ob das waren mehr Bauer, können wir problemlos verschenken. Aber jetzt ist die Dame hier so schön ausgesperrt. Und wenn wir jetzt hier mit dem Schach vielleicht und Springer C3 gabeln, der A2 könnte hängen. Wir könnten mit Springer F4 operieren oder mit C5 die D-Linie öffnen. Wir haben so viele taktische Operationen und die Dame steht da rum und ja, macht irgendwie nichts. Ne? Deswegen, da hätte ich auch keine Angst vor als Schwarzer. Und den Bauern hat Weiß auch nicht genommen. Er hat G2, G3 gespielt.
um nochmal dieses Feld F4 zu kontrollieren, damit dieser Springer hier eben nicht dahin kann. Okay, und jetzt kommt ein spannender Moment. Jetzt sieht es ja so aus, wir haben einen Bauern mehr, wir stehen gut, wir haben keine Sorgen, dass unser König matt werden könnte. Ja? Der C7 hier ist mehr als ausreichend gedeckt. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was spielen wir, wie bauen wir uns allgemein auf? Und ist natürlich auch wieder so ein bisschen die Spielstilfrage. So ein Andi ist natürlich, der sucht immer was Aktives, ja? Und egal, was kostet, irgendwie aktiv spielen. Unser Eins würde jetzt wahrscheinlich sagen, weißt du was, ich habe alles mehr, ich brauche gar nichts beweisen hier. Du musst mir zeigen, was du hier als Gegenwert für den Minusbauern hast. Ja? Ich mach mal so vorsichtige Züge. Erstens diese diagonale Kappen, dem Springer das Feld wegnehmen. Und nochmal gucken, was du machst. Vielleicht kann ich ja mit F5 und F4 dann hier auch nochmal in der Mitte irgendwie rumhebeln gegen diesen König. Alles Optionen und Ideen, ja? Aber kein Risiko für Schwarz. In der Partie folgte H7, H5. Ja, der sieht optisch gut aus und ja, die Alpha-Zeros dieser Welt laufen natürlich auch immer mit dem Randbauer los. Warum sollen wir das nicht machen? Ja, also ist jetzt kein schlechter Zug, kein Fehler, aber so richtig konkret bringen tut er eben auch nichts. Zunächst einmal spielt Weiß Turm B1 und ja, jetzt steht der König wieder auf einer Diagonale mit dem Turm, dass vielleicht mal solche Fesselungen hier drohen können, mit Springer 6 Schachgeschichten, vielleicht mal in irgendeiner Form. Also wäre es entweder hilfreich, dieses Feld C6 zu decken oder den König sogar noch ein Feld wegzuspellen. Andi hat sich für Turm D6 entschieden und ja, die 6. Reihe hiermit überdeckt. Okay, überhaupt kein Fehler, wunderbar. Jetzt ist der Turm, im Gegenteil, hier auf D7 steht der Turm ein bisschen ungedeckt, hier auf D6 steht er gedeckt. Das ist eine gute Sache. Der Gegner spielt wieder zurück nach C1. Dem fiel scheinbar auch nicht viel ein. Ja, und ist natürlich schon ein gutes Zeichen für uns, dass dem Gegner nichts viel einfällt. Dann hat er nicht viel Kompensation. Das ist gut. C7 droht ja immer noch nichts. Ja, und dann, wer A sagt, muss auch B sagen. Alles gut. Und vielleicht haben wir ja den Randbauer, das Randbauer-Video von mir gesehen. Ja, vielleicht möchte dieser Bauer gar nicht tauschen und Linien öffnen, was möglich ist. Vielleicht möchte dieser Bauer auch bis H3 einfach laufen und dann sagen, oh, wenn dieser H2 irgendwann vom Brett fällt, habe ich hier einen Kandidaten, der schon sehr, sehr nah an der Umwandlung ist. Okay, viele, viele Möglichkeiten. Und der Gegner spielt E4. Und jetzt haben wir hier so eine, müsste ich jetzt wahrscheinlich etwas länger ausholen. Und zwar E4, also den... Der König steht hier in der Mitte. Und ein Turm steht hier gegenüber. Das heißt, dieser Bauer ist auch noch gefesselt auf E4. Der droht gar nichts. Im Gegenteil, jetzt ist der Bauer auf E4 ungedeckt oder respektive die Stellung geht auf, nicht mehr von einem eigenen Bauern gedeckt. Und ich kann doch jetzt nicht, und das ist jetzt so ein allgemeiner Rat, ja, bitte, wenn der eigene König hier in der Mitte steht, ja, und nach dem Motto, dass das Haus brennt, dann renne ich doch nicht mit Öl in der Gegend rum und kipp noch überall Öl hin und ja, oh, nee, oh, im Gegenteil, ich würde mal zusehen, dass ich hier aus weißer Sicht irgendwie den König in Sicherheit oder sonst irgendwas mache, ja. Aber doch nicht die Mitte öffnen, während der König hier in der Mitte steht. Oh, Junge, Junge. Eieiei. Okay. Das werden wir doch bestimmt irgendwie ausnutzen können. Lass mal gucken. Ah, wir können F7, F5 spielen. Den direkt angreifen. Jawolski. Die Idee war gut, Andi. Die Idee war gut. Ich weiß nicht. Und das natürlich. Ich habe nur das Partienformular gesehen. Ich sehe nicht, wie lange, wie viel Zeit hast du für den Zug F7, F5 hier verwendet. Und wenn man hier ein bisschen länger reinguckt, man kann immer alles übersehen. Ein bisschen Schachblindheit gehört ja auch immer dazu. Ja, aber hier kann ja einfach der Springer schlagen. Ja, dass man den total übersieht, glaube ich dir. Ja, kann passieren. Aber wenn man vielleicht mal, weiß ich, 5 Minuten, also ist ja, man sollte hier nicht in Zeitnot sein in so einer Stellung. Und nach so einem Zug wie E4, ich denke, das ist dann der absolut richtige Zeitpunkt, um
mal 5, 10, 15 Minuten wirklich reinzugucken, nachzudenken, konkrete Varianten zu berechnen. Wie geht's hier weiter? Was kann ich hier machen? Was sind Möglichkeiten? Ja? Und dann würde einem sicherlich auch auffallen, dass F7, F5, dass dieser Bauer einfach hängt. Ja? Aber was wäre jetzt besser gewesen? Wir könnten den Turm, jetzt wo die B-Linie hier nichts mehr macht, wir könnten den Turm versuchen auf die E-Linie zu bringen. Der Springer steht aber hier. Na gut, dann ziehen wir den Turm halt wieder hier hin und hier hin. Ja, und dann greifen wir den E4 schon wieder an. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Außerdem, hier auf D6 steht der Turm ja auch immer, dass der Springer mal ein Tempo bekommt. Und dann hätten wir diesen Tempogewinn auch direkt vermieden. Also das wäre schon eine Option gewesen. Leider kam F7, F5 und gibt diesen Mehrbauern wieder ab. Aber, und jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Situation. Natürlich, man hat ja 26 Züge gespielt und vielleicht sind schon 2 Stunden vergangen. Das sagen wir mal. Man hat jetzt noch eine halbe Stunde Rest, wie auch immer. Und ich weiß nicht, Erschöpfung sollte in der ersten Runde noch kein Thema sein, aber ja, so ein bisschen. Man hatte sich ja mit eigenen Gedanken schon während der Partie beschäftigt und ist vielleicht, dass man aufpassen muss, dass man nicht durcheinander kommt mit den Gedanken. Aber wenn man jetzt sieht, oh, Springer F5, oh, ja, jetzt weiß man, oh, das war nichts. Aber, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Moment. Jetzt ist es eben ganz, ganz wichtig, nicht in Hektik zu verfallen oder in Panik oder zu sagen, oh, jetzt blitze ich hier und versuch mit irgendeinem Zug das zu rechtfertigen, dass ich den Bauern eingestellt habe. Das ist wahrscheinlich die falsche Herangehensweise. Wenn ihr merkt, oh, ihr habt was eingestellt, oh, das war aber jetzt gar nicht so gut, nehmt euch nochmal, ich meine, dafür hat man hoffentlich noch ein bisschen Restbedenkzeit, nehmt euch jetzt nochmal, atmet nochmal einmal tief durch und sagt, oh, das war nichts, aber was ist passiert? Habe ich einen Bauern weniger? Nein, ist alles gleich, ist gar kein Problem. Ja? Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt diese negative, diese Spirale, diese Abwärtsspirale durchbreche, dass ich jetzt einen Zug nach dem anderen alles einstelle. Ja? Jetzt muss man aufpassen. Und jetzt wäre zum Beispiel auch wieder, es kam jetzt Turm D7. War vielleicht auch so eine Art Reflexzug nach dem Motto, hier, ich muss den hier decken, ja, und so, und der hier ist angegriffen. Ja, das ist natürlich alles wahr, aber wenn man sich dann nach 5 Minuten ein bisschen beruhigt hat wieder und dann wieder etwas klarer und konkreter denken kann, dann kommt man sicherlich auch relativ schnell auf die Idee, Turm C6 zu spielen. Und naja, wenn der Turm wegziehen muss, dann versuche ich irgendwie mit Tempo wegzuziehen. Ist ja zumindest ein Kandidat hier. Und die Dame, ja, wohin auch immer sie zieht, naja, dann hier ist der E4 angegriffen und vielleicht schon weg. Ja? Und wenn die Dame hier nach B1 geht, dann könnten wir hier immer noch tauschen. Und jetzt könnten wir zum Beispiel mit dem Springer nach F6 gehen und den E4 angreifen. Das wäre eine Idee. Wir könnten auch überlegen, der Springer hängt ja immer noch gar nicht. Immer noch wegen dieser Festung. Kann ich diesen E-Bauern angreifen? Kann ich den vielleicht mit Dame A4 angreifen? Wir haben hier so viele Optionen. Und wenn man hier so ein bisschen reinguckt, denkt man, no, vielleicht kann ich hier sogar Schach geben. Na gut, dann rennt der König weg. Das bringt nichts. Aber ja, vielleicht mal diesen Bauern angreifen. Ne? Und wenn der den jetzt versucht zu decken, ja, dann ist ja die Seite und dann würde dieser Plan mit diesem Bauern hier schon wieder eine Wirkung zeigen, dass jetzt hier auf einmal, wenn der König sich hier irgendwo verstecken will, auch schon wieder viel weniger Schutzbauern sind. Ja? Ich vertreibe den Springer nochmal eben. Ja? Wo soll der hin? Der hat auch nicht so wahnsinnig viele Felder. Und wenn ihr seht, wie zentralisiert die schwarzen Figuren stehen, ja, und das ist ja Zentrum, das ist ja das große Geheimnis im Schach. Wer mehr im Zentrum kontrolliert, der kontrolliert im Regelfall auch die Partie.
Dame zentral, Springer zentral, Turm zentral. Wir drohen hier in alle Richtungen, ne? Mit dem Springer vielleicht auch zu machen. Und. Und hier soll der Weiße mal zeigen, ob sein König wirklich so sicher steht, ja? Ob er sich wohlfühlt und so weiter. Also ich glaube, hier würde Schwarz mittendrin stand nur dabei. Und das ist natürlich jetzt auch eine Stellung, die anstrebt, ne? Die ihm gefallen wird und dann, wo er sich sicherer und wohler fühlt wieder. Von daher, das wäre hier schon eine Möglichkeit gewesen. Stattdessen kam Turm D7 und ich tippe mal, und Andi wird mir das sicherlich in die Kommentare schreiben, ob das nicht irgendwie jetzt so ein Zug war, wo er sagt, oh, irgendwie da, jetzt war ich gerade mal ein bisschen neben mir oder so. Das ist alles nachvollziehbar und verständlich, aber das Problem ist, ja, wenn man jetzt einmal den ersten Bauern eingestellt hat und Turm D7 stellt unglücklicherweise, obwohl es scheinbar den C7 deckt, komplett die Partie ein. Oh, denn der Gegner spielt Turm schlägt E5. Ei, Figur weg. Eieieiei. Wieso ist die Figur weg? Nun, wenn ich jetzt hier auf D5 schlagen würde, wäre der C7 eben überlastet oder abgelenkt. Ja, jetzt gebe ich hier einen Schach und dann haben wir dieses typische Grundreihen-Mattmotiv, das wir von Taktikaufgaben immer sehen. Und ja, deswegen kann ich hier jetzt nicht zurückschlagen. Jetzt habe ich eine Figur weniger. Eieieiei. Ja, und jetzt kommt dann direkt der nächste G6. Ja, ich meine, der Turm hier hängt aber auch noch. Ja? Und deswegen, weil diese Frequenz von drei, vier unfassbar schlechten Zügen hintereinander kam, vermute ich mal, dass da jetzt gerade der Wurm drin war. Und nach G6, das ist natürlich, ja, ist der Turm weg. Wir können zwar einen Schach geben, aber dann zieht die Dame zwischen. Jetzt droht hier ein Grund rein, Matt C7 hängt noch. Ja. Und dann gibt Weiß diese Figur sogar sehr, sehr gerne zurück, denn er hat ja immer noch einen ganzen Turm mehr. Ne. Und ja, hier ist natürlich überhaupt gar nichts mehr zu machen. Hier ist jenseits von Gut und Böse und da ist auch die Aufgabe völlig berechtigt. Da kann man die Kraft kann man lieber sparen für die nächste Runde. Also, wir haben ja eigentlich einen guten Start gehabt. Die gute Eröffnung, solide Eröffnung, Gegner ein bisschen überrascht. Wir hatten einen vollen Ausgleich. Wir haben unsere Figuren rausgebracht. Und dann ging es halt mit der langen Rochade. Das spätestens war so der erste Schritt so ein bisschen vom richtigen Weg ab. Natürlich mit der Spielweise zu erklären, ja, aber Königssicherheit kann man, und wir sehen es an dieser Partie, kann man wieder nicht hoch genug einordnen, denn hier ist ja nur nicht abzusehen, wie es weitergeht, ja, aber in 10, 20 Zügen steht der König halt immer noch schlecht. Ja, und wenn man dann seine eigenen Chancen nicht nutzt, und die waren ja auch da, dann geht die erste Runde verloren. Sehr, sehr ärgerlich. Aber Andi, du nimmst mit, dass du gegen den 200 Punkte stärkeren locker mitgehalten hast und deine Chancen hattest, und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, in den nächsten Runden wirst du auch entsprechend Partien und gewinnen und deine Punkte holen. Also, lasst uns die Daumen drücken, Freunde. Ich bin gespannt. Wir sehen uns zur nächsten Partie wieder. Bis dahin, macht's gut. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.